Ich würde es auf jeden Fall, ich würde es wieder machen. Das ist ein riesen Fortschritt. Da hast du drei verschiedene Messinstrumente gehabt, drei verschiedene Samplesysteme gehabt. Da hast du drei Mal alles anschreiben. Und heute einen Messbecher trainierstellen, System sagen, was ich will, go. Und das ist Plug and Play. Feldschlössli ist die grösste Brauerei von der Schweiz und auch das grösste Getränkehandelsunternehmen von unserem Land. Also fast jedes zweite in der Schweiz produzierte Bier kommt aus Rheinfelden. Und mit über 40 Bier sind wir auch wirklich der Marktleader, der am meisten anbieten kann. Das Ganze ist einfach explodiert. Also, du hast immer weniger Mitarbeiter, die eigentlich mehr leisten sollten. Du hast keine Zeit mehr, du kannst nicht stundenlang rumgefetteln und etwas integrieren oder irgendetwas machen. Also, das ist vorbei. Wir haben immer schon auf Qualität gesetzt. Das ist auch einer der Gründe, warum Feldschlössli so erfolgreich war. Und darum haben wir ganz viele Qualitätsprüfstellen im Unternehmen. Eins davon ist beispielsweise Labor, aber es gibt auch sonst immer wieder sensorische Tests und analytische Proben, wo wir schauen, ob die Qualität dem entspricht, was wir wollen. Wir füllen 2000 Flaschen ab in der Minute. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Und dann sind wir eben auf die Kombination gekommen, wo jetzt quasi zentral von einem Rechner aus werden alle Parameter gleichzeitig in sehr grosser Variabilität geführt. Hier bestimmen wir eben eine komplette Bieranalyse. Bieranalyse heisst, wir schauen auf den Alkohol. Alkohol ist eine gesetzliche Sache. Das wird mit der Niertechnologie gemacht. Und dann daraus gibt es eine Bieranalyse, also die ganzen Parameter werden dann berechnet. Das macht man aus dem Teil. Dann pH brauchen wir auch. Das machen wir da vorne. Und dann Bitterstoffgeschichte machen wir da hinten in dem Teil. Und wichtig ist ja, du brauchst es eben nicht von allen. Ich meine, du kannst das Modul rausnehmen, das Modul rein tun. Du hast das. Und es ist bedienbar für jeden, oder? Oder auch wenn du am Morgen Kalibrationen, Checks und so, alles über das System dokumentiert, wir können Kurven aufzeichnen, alles wunderbar. Und ich muss einfach sagen, die Akzeptanz von dieser Software, Tiamo, ist von der Bedienung her so wahnsinnig einfach. Meine Mitarbeiter haben sich gerade zurechtgefunden. Ich habe mich für Metro entschieden, weil sie die einzigen weit und breit sind, die so eine Aufgabe annehmen können und auch gerade angenommen haben. Sie haben auch ihr Know-how reingelegt und das hätte ich von einer anderen Firma wäre das gar nicht gegangen. Und da bin ich wirklich stolz. Ich bin zwar blau, aber ich habe jetzt grün im Labor und das ist tiptop. Das ist ein Mercedes.